Meine Damen und Herren, ABK hat nach 80 Jahren erst aus dem Winterschlaf erwacht. Wir reagieren auf ein neues Video von ihm. Im Titel sieht man, dass er die Katzeninsel besucht hat. Da hatten wir schon vor ein paar Monaten, glaube ich, noch reagiert gehabt. Also jetzt kommt der neue Teil. Bro. Hisham, vertrau mir. Ja. Das wird ein richtig krankes Video. Endlich mal wieder so Content, Bruder. Ich kann durchatmen. Ich kann endlich auch mal gucken. Also ich werde jetzt sowieso auch wieder mit Content beginnen, aber so ja, ne. Ob krass oder nicht, spielt für mich keine Rolle. 16 Minuten Unterhaltung, ob ihr wollt oder nicht. Auch diesmal hatten die Katzen einfach keinen Bock auf mich. Was ist los mit den ganzen Pussys hier? Das... Die rennen alle weg von dem, Bruder. Such mal bei dem. Der ist doch Wachkoma-Patient. Der hat die dritte Corona-Impfung bekommen. Der wurde geboostert, oder? Ja, du kannst sie einfach streicheln. Warum klappt das bei dir so einfach? Guck mal, die nehmen sich mal ernst. Kann nicht mal die Katze spielen mit dem. Guck mal. Guck mal. Kann nicht mit dir spielen, Bruder. Guck mal, auch wenn das Ganze von Hisham jetzt so Motto witzig gemeint war und so. Tut mir leid, ne? Aber ich wollte und konnte mich einfach mit der Situation nicht so zufrieden geben. Digga, so viele Heats auf einem Fleck. Mehr Katzen als Celtics Werbung schaltet? Hä? Versteh ich nicht. Ab zur Katzeninsel, Abushima Island. Doch sag mir, warum will ein Hund dahin reisen? Kein Geld mehr, doch muss mein Fasten heute brechen. Du Hurenbock kannst bald nur noch Katzenstreu essen. Du bist krank. Was ist eigentlich mit dir passiert? Der chillt zu Hause bei meiner Mutter, was soll er denn machen? Sobald mein Haus fertig ist, zieht er aber zu mir. Bruder, 16 Mikros, kein Sex und spiellos. Läufst dich weg vor Kripo, sondern vor ein paar Katzen. Du kleiner Bastard, denkst, wenn du auf ein Boot steigst, bist du Captain Iglo. Wieso willst du Katzen sehen? Bist du etwa zoophil? Fick doch nach Mosambik und fick mit nem Krokodil. Krasser Witz, bitte mach keine Welle, wo kein Wasser ist. Miau, 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 miau. Sehr verstörende Aufnahmen. Miau, 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 miau. Ich merke schon, dass es Magdalena gefällt. Oh, Suda gefällt auch. Oh, so viele Tanz-Emojis, ja? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Dann kannst du mal Yeet mitbringen im Stream, bitte. Wollt ihr das? Wollt ihr Yeet hier einmal sehen? Alter, was muss ich dafür tun, damit ich das so einhalte? Muss ich mir noch überlegen. Wir machen daraus ein Sub-Special irgendwann. Krass, ne? Ihr habt Yeet einfach vermisst, ne? Weil er war ja zwischendurch auf Dachboden meines Streams dabei, ne? Fühl ich, Digga, fühl ich. Ja, wir gucken mal. Yeet ist 2. Ich bin mir sicher, dass wir es diesmal schaffen werden. Jawohl, Leute, endlich. Ich bin gerade 2 Stunden lang von Tokio geflogen. Jetzt bin ich hier in Matsuyama gelandet. Diesmal ist es der richtige Ort, die richtige Präfektur, Präfektur Ehime. Und ich werde jetzt versuchen, von hier aus zur Katzeninsel zu kommen. Ich werde erstmal eine Unterkunft buchen. Irgendwo am besten in der Nähe von dem Hafen oder sonst was. Ich war müde und erleichtert zugleich, weil endlich war ich in der richtigen Präfektur angekommen. An einem Ort, wo mich die Leute nicht komisch angucken, wenn ich sie anmiere. Can you see from here? Oh. You know it? See the map? Und hier? Meow! 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 Ich bin am richtigen Ort angekommen, Charla. Da hinten ist die Katzeninsel. Und ich werde versuchen, dahin zu kommen. Ich werde mein Bestes geben, Leute. Das macht mir richtig Angst, diese Melodie. Ich schwör's euch. Und ich habe immer noch nicht meine Unterkunft gefunden, weil das hier alles so abgelegen ist. Das Haus da oben ist das. So, Leute, ich habe meine Unterkunft jetzt endlich gefunden. Das ganze Ding kostet mich pro Nacht nur 30 Euro. Das ist die Terrasse. Das hier ist der... Cool, Digga. Das hat so Anime-Japan-Vibes, oder? Ist schon cool, Digga. Ist schon geil. Man hat da zwar bestimmt scheiß Internet und so, aber es sieht cool aus. Einfach der Vibe ist so ein anderer. Man will einfach auch Bohnen Reis essen, wie Son Goku. Das ist ein Schlafraum. Und hier habe ich dann noch so einen Raum im traditionellen
asiatisch-japanischen Stil. Der ist der Wind, Alter. Eine Badewanne und eine Dusche. Hier so. Ja, ist okay. Waschraum. Ich habe hier einen richtig geilen Tisch für Fingerskateboard. Bruder, endlich wieder Content, Mann. Walla, das ist das, was ich als Streamer vermisst habe. Das ist der Grund, warum ich auch gerne live komme. Endlich, Bruder. Endlich können wir wieder reden und gucken. Wir sitzen auf der faulen Haut, aber ich werde euch auch wieder Content bieten jetzt demnächst. Sag nur noch. Wird. Seit 4 Monaten keine Videos auf Hauptkanal. Ich hab's vermisst, Digga. Ich find's einfach cool. Kamera aufstellen, reden, dies, das, zeigen. Ist doch geil. Bruder, er hätte da so Reis essen müssen oder irgendwas Japanisches so. Konnichiwa. Ich hab für die Katze sogar was gekauft. Trockene Sardinen. Damit lock ich. Trockene Sardinen? Bitches. Leute, wir haben gerade 09. Cool. Digga, hab ich auch noch nie so gesehen, ne? 50. Ich bin gerade hier am Schneiden. Um 6 Uhr morgens muss ich los. Ich wohne zum Glück direkt am Bahnhof. Ich will nicht auf die Katzeninsel. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Warum? Und ich will das echt nicht verpassen. Deswegen bleibe ich wach. Und Chat, tut ihm mal einen Gefallen, weil ich werde dieses Video auch hochladen. Ich will Yeet nicht mehr mit demselben Essen langweilen, Digga. Ich habe eine Marke, was wir ihm immer kaufen. Da sind so 4 verschiedene Sachen, weil ich will auch nicht jeden Tag dasselbe essen. Wir haben viel Trockenfutter, was da immer ist. Und wir haben so 4 Essen. Thunfisch, Lachs mag er nicht so. Dann Hähnchen irgendwas von einer bestimmten Marke haben wir die. Aber wenn ihr noch so ein paar Tipps für mich habt, wie wir unser Haustier noch besser ernähren können oder was auch für ihn so Abwechslung ist, weil stell euch mal vor, du bist ein Tier und du isst jeden Tag dasselbe, Bruder, oder gefühlt dasselbe, ist schon läsch, Bruder. Dieses Tier ist ja wie ein... So, Bruder, er gehört zum Haus, er gehört zur Familie. Also, ihr könnt gerne, wenn wir das Video hochladen sollten, in die Kommentare schreiben, dann gucke ich mal. So, weil dieses Tier verdient auch was. Weißt du, ich meine? Kann ja nicht sein, dass er immer dasselbe Essen bekommt. Das tut mir schon ein bisschen leid. Und wenn er bei mir ins Haus zieht, will ich noch eine zweite Katze kaufen, damit er so einen Kollegen hat. Mach einfach durch. Das hier ist der Bahnhof Shimonada. Von hier jetzt 16 Minuten mit dem Zug. So, Leute, cool, coole Aufnahmen, Walla. Ich bin ganz schon einen Schritt näher gekommen. Ich bin jetzt am Ionagahama. Jetzt gehe ich 3 Minuten zu Fuß und dann komme ich am Hafen an. Arigato gozaimashita. Hi. Die Japaner nehmen für mich auf, richtig korrekt. Ja, sumimasen. Hier das berühmt-berüchtigte Schild. 2 Mal am Tag fährt die Fähre. Ich glaube, hier müssen wir Tickets kaufen, oder? Ah, da ist ein Katzensticker. Dass vieles bei mir krumm und schief läuft, das wissen wir. Aber doch nicht kurz vor dem Ziel, oder? Doch, denn als ich auf dem Schiff war, was zur Katzeninsel fährt, hat der Kapitän einfach bei mir den hier gemacht. Man muss eine andere Möglichkeit haben, mit einem kleineren Schiff oder so dahin zu kommen. Weil immerhin war der so korrekt. Einmal mit Jetski selber rüberfahren. 100 km auf dem Jetski. Jeder mal so, hey, was ist hier? Ich wenigstens gefilmt. Die nächste Lane sage ich aber nicht. Leute. Hier steht jetzt, dass ab dem 18. Dezember das Schiff nicht mehr fährt. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich jetzt nach Japan geflogen bin wegen der Katzeninsel. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt eine Idee. Aber wenn ich das mache, bin ich wirklich ein Spaß. Heute ist der 1.4. LOL! So Leute, hiermit beende ich meine YouTube-Karriere. Passt auf euch auf. So schlecht, oh mein Gott. Basti, und zwar, es gibt noch eine Katzeninsel in Japan. Okay, zu der ersten Konte, nicht Tamam, ab zur zweiten. Das ist die Insel Tashirojima. Tashirojima, eine Insel im nördlichen Teil Japans. Wer hier lebt, ist alt und fernab der Glanzlichtermetropole. Denn auf dieser Insel leben nur 70 Menschen und etwa... Boah, Digga, stellt euch mal vor, ihr lebt auf einer Insel, wo nur 70 Menschen leben. 200 Katzen. Also gibt es hier auch keine Schulen oder Geschäfte, sondern nur ein einziges Restaurant. Das sogenannte einzig wahre Katzenrestaurant. So ein Dorfleben, Digga. Versucht euch mal zu... Tschüss, Digga, ich bin einfach Japaner. Hujigaga, Tutasi. Aber Bruder, stell mal vor, du verbringst dein ganzes Leben auf einer Insel, wo nur 70 Menschen leben. Ich weiß nicht, Digga, ob das was für mich wäre. So in ein paar Jahren, wenn du so alt bist, wieso nicht? Du hast deine Ruhe, du warst auf den Todriss, man. Na, Heimat, ja, aber im Dorf leben ja nicht nur 70 Menschen. Oh, warte, und ich soll da jetzt hingehen, oder was? Was ein Vibe, ne? Ich find's richtig geil. Aber ich habe auch für die Zukunft für mich selber gemerkt, oder ich will das auch lernen, den Vibe noch mehr zu verkörpern. Weißt du? Allein wenn man das so sieht, weil das ist ja nicht so wie in Deutschland, so eine, wo auch immer der gerade ist. Weißt du? Es schaut nach einer Bushaltestelle oder wie eine U-Bahn-Station aus, obwohl das eine Insel ist. Aber wisst ihr, ich meine, einfach so zeigen, damit man das Gefühl von etwas hat, boah, das habe ich so noch nicht gesehen. Und wie es das so anfühlt.
aufrocken, die japanische Staatsbürgerschaft, wir sneak mit meiner neuen Freundin. Das ist nicht mein Fünftwagen, das ist meine Fünftraut. Der Mani am Start in Japan, Alter. Finde noch, dass ich zum fünften Mal nicht zur Katzeninsel komme. Meinst du, ich soll nach Tashirojima? Aiwa, Sahbe, was geht ab? Ja, sagt meine Mutter auch immer. Sie sagt immer, pass auf. Und deine Mutter fickt dich nur. Werden da keine Katzen sein? Meinst du, soll ich da hingehen? Mein Visum neben mir hat gerade zu mir gesagt, dass ich das nicht machen soll. Leute, soll ich jetzt einfach aufgeben? War alles wieder umsonst. Die ganze Reise, der ganze Stress. Ich bin extra nach Japan geflogen, um mich vor Manuelsen zu verstecken und um diese Katzeninsel. Ich glaube, die hat sich mit Manuel wieder vertragen. Also sehen, ich habe so viel in meinem Leben erlebt. Und ich soll jetzt wirklich aufgeben? So, jetzt habe ich das richtige Ticket und fahre nach Sendai, dort steige ich um und fahre dann nach Ishinomaki. Ich bin jetzt in Ishinomaki angekommen, jetzt muss ich noch eine Unterkunft finden. Cool, Digga. Ich habe ein Hotel gefunden, guck mal. Das ist das Zimmer. Da ist eine Couch, Schreibtisch, Kühlschrank, Badezimmer. Reicht mir vollkommen aus. Ey, hier ist schon mal in Japan, ne? Bei Coco Curry. Wie immer hier, auf ganz militante Veganerin Onlyfans-Profil gehe ich. Und dann gibt's hier vegetarische Sachen. Kann ich hier Toppings aussuchen? Lebt ihr eigentlich noch? Ganz wichtig, Schärfegrad. Heute für euch, für dieses Video, mache ich Schärfegrad Level 3. Och, Kraft. Ich muss cool, Digga, cool. Ich muss raus aus Deutschland, Bruder. Sein Morgen Katzeninsel. Ja, geil. Scrambled, thank you. Oh, Spoon, genau. Schokolade, danke schön. Einmal habe ich hier Embryo von Huhn. Dann habe ich hier Mr. Krabs. Da war eh gierig, der Hurensohn, denn da musste getötet werden. Schaut jetzt aber leider nicht so appetitlich aus, aber trotzdem Alhamdulillah für alles, ne Chat? Garnele, Schrimpkotelett. Schrimpkotelett? LOL, cool. Vegetarische Gemüsesoße mit Reis. Reis ist aber vegan. Asiaten, Japaner mögen scharf, die lieben scharf. Krass, wusste ich auch nicht. Also, die Asiaten. Ja, ich die Türken seid auch Asiaten. Tut mir leid, Walla. Tut mir leid, dass ich atme und hier sitze. Sieht aus wie diese deutsche Essen bei Hort. Yep. Diese Lechbohne, ne? Ich weiß, was du meinst, Bruder. Genau diese Stelle hier. Diese Lechbohne. Ne? Genau das hier ist so Hort-Essen. Das hier. Wollte nie einer essen, diese. Ja, kann man essen, aber ist schon hart auf jeden Fall. Ich esse jetzt ohne Kamera, weil ich bin keine Insta-Schmörser. Leute, ich brauche jetzt auch ehrlich. Ich esse ohne Kamera, bin keine Insta-Kachbar. Also, alle Leute, die Food-Videos drehen, sind piep. Er checkt nicht, Digga. Das ist eigentlich richtig interessant. So dieses Essen und so. Holla. Ich mein. Von 1 bis 2, wie ihr das findet. Schreibt in die Kommentare, aber für ernst jetzt. Das ist ein Sexualstraftäter-Pyjama. Bruder. Nicht schlecht. Muss nur so machen. Das könnte das Thumbnail werden. Ich weiß aber noch nicht. Und du siehst, ob ich geschnitten bin oder nicht. So Leute, ich pack gerade meine Sachen für morgen zusammen. Eine Drohne brauche ich. Dann cool. 360-Grad-Kamera. Auch cool. Meine Vlog-Kamera und... Die Vlog-Kamera ist mies schlecht, Digga. Die benutze ich nie wieder in meinem Leben. Einfach die alte Kamera nutzen. Die ist so Müll, Bruder. Die ist so Müll. Das Wichtigste von allem, Katzenfutter. Ich will da wirklich ein Fan-Treffen machen. Ich habe direkt an der Rezeption Kost hier bekommen. Boah, ich freue mich auf den Moment nur, wo die Katzen da umzingelt und gefüttert werden. Und ein Plan der Fähre. Und ich muss Richtung... War allein unterwegs? Ich weiß es, Helena. Ich war leider nicht dabei. Udomari. Ich kann dich mal anrufen und fragen. Hey, Heilen. Harley, wie geht's? Hör mal, warst du da alleine? Helena hat gerade im Chat gefragt. Ah, okay. Ich sag ihr Bescheid, ja? Wir fahren von meinem Hotel aus. Helen. Halium einfach. Helium. Mein Hotel ist hier. Der Hafen ist hier. Oh, wie cool, Digga. Guck mal, okay, ich halte jetzt auch mal für eine Sekunde meine Fresse, aber genieß mal nur diesen Moment. Das ist das, was ich so geil finde, Digga. Jetzt verstehe ich auch unsere türkischen Eltern, die alles so aufnehmen, wo ihr euch denkt, die nehmen wie NPCs einfach die Straße auf. Bruder, das ist einfach schön. Ich verstehe den Film dahinter. Ist guck jetzt. Hier. Der Hafen ist hier. Ich hab mein Boah, ich feier sowas, Bruder. Das ist so schön gemacht. Ehrenticket. Und mir wurde gerade auch gesagt, dass es sein könnte, dass die Fähre von der Insel nicht zurückfährt. Also, falls es nicht zurückgeht, ist mir das auch egal. Ja, und dann muss er da schlafen oder was? Was ein Abenteuer, ne? Was ein Abenteuer, Alter. Salam alaikum.
Das war der Typ, der mich geschmuggelt hat unter LKW, aber dann mit Schiff wieder zurückgebracht hat. Bester Mann. Endlich bin ich hier in Tashiroshima angekommen. Auf der Katzeninsel. Okay, I'm gonna squad you. Irgendein random Typ aus Taiwan hat mit einer ganz alten Kamera ein Bild gemacht und hat mir das dann geschenkt. Das hat jetzt für mich so einen persönlichen Stellenwert, cool. Dieses Bild. Leute, ihr müsst... Er wollte bestimmt nicht 10 Euro dafür haben oder so. Das Leben, Leben. Ich bin jetzt gespannt, wo ich die Katzen sehe, ob ich überhaupt die Katzen finde. Google Maps sagt mir, ich muss da lang gehen, aber alle Leute sind irgendwie da lang gelaufen. Ich bin mies enttäuscht, ich sehe noch hier keine einzige Katze. Digga, wie cool, Alter, ne? Das ist der richtige Weg hier. Nein, das war der falsche Weg. Aber warum dieser Weg für mich ein Notausgang war, werdet ihr gleich erfahren. Oh mein Gott, Leute, die ersten Katzen habe ich entdeckt. Oh mein Gott, Bro. Ich bin nicht so einer, so. Oh, sorry, ey. Nee. Hi. Es gibt keinen geileren Move, wenn Katzen diese scheinheilige Dings machen, weil die Hunger haben und schleimen wollen. Hi. Und sobald die gegessen haben, die jucken sich nicht mehr für euch. Irgendwie schaffe ich es nicht, eine von denen zu streicheln. Google Maps ist ein Hurensohn. Ich bin diesen ganzen Weg hier umsonst gegangen. Wisst ihr noch, wo ich euch ganz stolz diesen... Denkst du, die Katzen sind gesund? Boah, ich weiß nicht, Alden, warte ich. Ich rufe mal kurz in Japan an. Hallo? Ha, konnichiwa, ha, ja, ja. Komsanida! Ach nee, das war nordkoreanisch. Hör mal. Mein Kollege Alden im Chat fragt, ob die Katzen auf dieser Insel gesund sind. Was denkst du? Ah, okay. Aldin, er meinte, dass Katzen, die auf der Straße leben, länger leben als die in Deutschland. Die essen auch alles gefühlt, wie in der Türkei. Den kannst du alles vor die Füße legen. Den Schärfegrad von Curry präsentiert habe, der hat mich so gefickt. Ich muss auf einmal so kacken, ne? Ey, ich hab kein Toilettenpapier, gar nichts. Ich komme auf der Katzeninsel an, freue mich voll. Auf einmal, ich merke, mein Körper bedroht mich. Woran liegt das? Warte, vielleicht gerade Reizüberflutung, Ziel erreicht, Kamera halten, Endorphine, Katzen. Ich bin glücklich. Nein, ich musste kacken. Oh nein, Alter. Back alles, aber nicht beim K***en aufnehmen. Ich hab schon eine Menge gesehen bei ABK. Eine Teilmassage, dies, aber alles so das nicht. Aber so richtig kacken. Ich hab mich jetzt zweimal verlaufen. Ich bin am Arsch. Wenn du in der Wildnis bist, auf einer Insel, wo mehr Katzen sind als Einwohner und da keine Toilette ist, was willst du machen? Ich bin gelaufen, ich hab versucht durchzuziehen. Ich bin stabil, stramm geblieben. Ich weine. Ich merke, ich kann. Boah, es gibt aber nichts, es gibt nichts Schlimmeres. Wir müssen jetzt das Thema nicht debattieren, wie man seinen Dickdarm scheiß drauf. Nicht mehr. Wirklich, ich hatte so Schmerzen. Ich dachte mir aber, Bro, du kannst doch jetzt nicht einfach... Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich muss euch das sagen, weil es gehört alles zur Natur dazu. Ich habe dahin gekackt. Ich habe... Bitte nicht. Mein Hemd ausgezogen, das als Toilettenpapier benutzt. Was? 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 Oh, du Ekliger! Was soll er denn machen, wenn er kacken muss? Und ist dann... Er hat sein Hemd rausgezogen, Digga, und das als Toilettenpapier benutzt, oder was? Dahin geworfen, oder? Allah. Was soll ich machen? Mein eigener Körper hat mich bedroht und hat mir gesagt, Strafe. Entweder du scheißt jetzt rein oder diese Video X. Ja, natürlich greife ich dann zu höhenmenschlichen Mitteln. Jetzt geht's mir aber viel, viel, viel besser. Einfach auf Lock. Einfach in den Busch gekackt. Und das einfach. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, oder? Einfach in Tokio auf irgendeiner Katzeninsel einfach in den Wald kacken. Und ich werde alles nur machen, weil ich ganz alleine bin. Alter, war das unangenehm. Ich finde keine Katze. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Nein, sie kommt auf mich zugelaufen. Hey. Oi. Was habe ich hier angestellt? Was habe ich hier angestellt? Ui. Was will der denn jetzt? Warte, hat mich der Typ jetzt nur angehalten, um mir zu sagen, dass ich stinke? Er hat mich erwischt. Oh Junge, entweder der hat gesehen, wie ich in den Busch gecharrt habe, oder ich habe aus Versehen ein bisschen auf meine Hose oder Jacke gemacht. Allah. Ich laufe die ganze Zeit noch hier auf der Jacke rum, wisst ihr warum? Weil ich unten drunter kein... Der Junge ist am Ende, ich schwöre, mein Gott. Der ist am Ende, Bruder. T-Shirt, ich hab gar nichts. Das ist so geil. Guck mal, wer kann das erzählen, dass er auf einer Katzeninsel war? Ja, keiner, Digga, keiner. In den Busch gekackt hat. Das ist Seven versus deine Image. Das hier ist der Katzenschrei. Die Katze allgemein gilt im traditionellen Japan als Glückssymbol und ist auch sehr oft in der japanischen Kunst und Kultur vertreten, weil Katzen schon seit Jahrhunderten in Japan hochgeschätzt und sogar teilweise verehrt werden. Fotos von Katzen, wahrscheinlich verstorbene Katzen. Da hat einer für seine verstorbene Katze hier so ein Andenken gemacht. 2006 bis 2019. In einigen Shinto-Schreinen und buddhistischen Tempel Japans werden die Katzen als heilige Tiere verehrt. Aber auch bei uns Muslimen werden Katzen sehr geschätzt. Sie gelten als reine Tiere und du darfst sogar weiter beten, wenn eine Katze über deinen Gebetsteppich läuft. Ja. Im Gegensatz zu einem Hund. Da
musst du dann leider das Gebet abbrechen. Aber auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mochte Katzen besonders. Er hat sogar Menschen, die Tiere misshandeln, ermahnt. Es ging sogar so weit, dass unser Prophet, als er damals auf einem Feldzug war und dort eine Katze gesehen hat, die gerade ihre Babys am Stillen war, er einfach den Kurs seiner Soldaten geändert hat. Und eine Zeit später hat er dann diese Katze adoptiert und gab ihr den Namen Mu'isa. Deswegen wird auch... Guck mal, das ist eine Sache, die ich nicht wusste. ...in vielen Hadithen die Vorliebe des Propheten zu Katzen erwähnt. Man sagt sogar, dass die Zuneigung zu Katzen ein Teil des Glaubens ist. Eine Katze zu lieben ist also ein Anzeichen dafür, dass jemand ein gläubiger Mensch ist. Oh mein Gott, Leute, ich bin am richtigen Spot endlich angekommen. No problem, it's okay. Stable camera, yeah, stable camera. Oh nein. Der Momo, der meint, ich soll die nicht streichen. Bruder, Wallah, das ist radioaktiv, Bruder. Was meinst du, warum denn nicht so viele Menschen da leben, Wallah? Die Arme hier, die hat kein Auge mehr. Ey, das war so ein harter Weg. Und dann habe ich es am Ende geschafft, hierher zu kommen. Das ist schon krass, ne? Eigentlich hätte er einfach nur nach Istanbul fliegen müssen, in irgendeine Sackgasse. Und einfach nur Pss machen sollen. Dann wäre er auch 1000 auf einmal gekommen. Aber der Vibe ist schon ein anderer. Dieser Vibe ist schon ein anderer. Aber was geht denn bei der ab? Boah, ist aber auch eine schöne Katze. Ich bin auf jeden Fall ein Spast. Wenn ich mir das Ganze so angucke, ich schwöre einfach, gehst du marokkanische Laden, wo Fisch verkauft wird oder so, hast du mehr Katzen hier als auf einer Katzeninsel. Ich müsste gar nicht bis nach Japan kommen. Das hier ist dann so ein Café. Alle Katzen, die hier in diesem Dorf sind, haben irgendwie einen Namen. Ich werde das hier als Andenken. Krass. Meine Katzen in Deutschland mitnehmen, damit ich sagen kann, ich habe was vom Katzentempel für die mitgebracht. Um 12 Uhr werden die Katzen gefüttert. Wallah, voll geil. Ach, richtig schlau, da hat ein Bambus aufgemacht und da macht er dann das Futter rein. Ah, siehst du das? How many cats do you have? 7 displays. Island of 200. Yeah. 200 Katzen, krass. And how many people live here? 37, yeah. More cats than people? Yeah, boy. No school, no children. And you live here? No, I'm Yokohama. And you come here every day? Every day, no. Have you been to Aoshima one time? One time. Are there more cats than here? 20 cats. And then 3 years, 100 cats. 100? Yeah. Did they die? And, in Aoshima gibt es einfach weniger Katzen als hier in Tashirojima. Da meint, weil in Aoshima wurden die Katzen kastriert. Wallah Hassanet. Wallah, you have Hassanet. What you are doing is really good. Thank you, brother. Thank you for the cats. Wallah. Ciao. Ich bin weg. Hi. Voll cool, Wallah. Einfach, er hat ein Erlebnis für sich selber aufgenommen. Ich find's geisteskrank. Also sowas ist sehr, 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 sehr schön. Ich hoffe, in ein paar Jahren werde ich es auch schaffen, dass ich eigenständigen Content mache, auch ohne Freunde. Dass ich mal wieder das Gefühl davon habe, einfach mich selber aufzunehmen, mit euch als Zuschauer nur zu reden. Weißt du, das ist extrem cool, Bruder. Ich enjoy das Böse. Das ist so unangenehm. Ich muss fast heulen gerade, weil das einfach so ein schöner Moment war. Ich schwöre. Diese Freudetränen, oder das heißt. Ich brauche unbedingt Waschstraße für meinen Arsch noch. Ah, ja, war cool, Bruder. Die 17 Minuten sind geflogen wie im Flug. Sehr, sehr schönes Video. Wenn ihr wollt, dass auf weitere Videos von ABK reagieren sollen, dann gebt diese Sinn noch hoch. Auf jeden Fall würde mich sehr, sehr freuen. Und, Digga, ich hoffe, er zieht doch weiterhin aktiv durch, ne? Deswegen danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder. Passt auf euch auf.